So, wir sind jetzt bei mir zu Hause mit Dr. Julius, der mich hier betreut und der morgen auch vor dem Kampf in meiner Kabine sein wird und den ich hoffentlich nach meinem Kampf nicht brauche. Wie Das immer. inshallah. Und ja, ich habe jetzt viel gegessen, gut aufgeladen. Kartoffeln sind noch hier drin, die esse ich gleich noch und dann kommt der Shake später. Dann gucken wir einen Film hier zusammen und dann lege ich mich hin. Ja, bis später. Also wer berät euch Assalamu da? alaikum. Ich mache das selber. Wir sind jetzt in Ich meiner mache das 15 Kabine. Jahre. Ich habe ja vorher meine Mein Trainer ist jetzt gerade einen weiteren Aber Kämpfer die Chemie macht natürlich betreuen. der Professor in der Tape ist Fabrik. schon Also ich dran, höre das kommt noch gerne. Daumen. Aber die Abstimmung Salz, Wasser, Ja, und dann geht's später Aromahopfen, los, ne? was rein soll, sage ich Muss nicht. Haare nur Ich koche da sitzen, hinten und wenn Haare schaue dann, sitzt, ob dann es zusammengeht. Aber meistens ist halt inshallah so, alles in Ordnung. lese mir Studien durch. Ich mache Hey! Yo, 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 Westside. Stop, stop. Matthias, Also hier, das ist der Raum, den hat man vor ungefähr noch 10 Minuten Kabine genannt. Jetzt kann man den Sauna nennen oder Höhenkammer, weil Sauerstoffgehalt da sehr niedrig ist. Es liegt nur daran, dass je mehr Personen da drin sind, desto weniger Sauerstoff ist da So, liebe logischerweise. Freunde, wenn ihr in die Sowjetunion enden wollt, Matthias, beste Adresse unter die Hand. Guck mal, Hans, unter die Hand. Testosec plus. Was wäre der Bart? Er sieht die Tonnen. Tonnen. Bruder, guck mal. Wenn du mit Hasser lebst und die Schläge jeden Tag kriegst. Ah, lass mich in Ruhe. Ich hab schon von den Schlägen bekommen. Ich hab schon von den Schlägen bekommen. Komm, das ist nicht, wenn ich das Bart noch überhaupt habe. Das ist nicht, wenn ich das Bart noch überhaupt habe. Ich wurde gefragt in Amerika. Drauf, drauf. Fürs Schulter, Alter. Scheiße, das ist zu dick. Für Aquarium. Ciao. Ich hab den Schlüssel hier. Ja, komm her. Komplett mitnehmen hier. Alles mitnehmen, da brauchen wir gar nichts. Solche Schuhe und solche. Das ist die Bendibon-Bände. Ja, ich hab die doch wieder hingelegt, Bruder. Ich hab nichts mehr in den Taschen. Ich hab einfach alles ausgetroffen. Ja, mal zwei Stück. Vor so machen. Langer Weg, ja. Langer Weg. Knackst nur ein bisschen. Einfach 10. Digga! Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weißt du, was du mit der Flasche machst? Da, wo die Dieseltasche da rein. Mit Pfand kämpfe ich gegen jeden. Es gab einmal eine Geschichte. Da war ich auf der Pfandjagd. Da war ein Penner. Der hat die Flasche angefasst. Von hier. Ich habe die Flasche von da angefasst. Wir haben gezogen. Ich habe gesagt, entweder lässt du los oder ich knock dich aus.
Und dann, ich gebe dir lieber 10 Euro, wie dass du die Flasche nimmst. Ich habe dir 10 Euro gegeben, dann habe ich die Flasche genommen. Auch wenn die nur 15 Cent war. Ich wollte die Flasche haben. Da bleibst du stehen. Da bleibst du stehen. Psyche. Psyche. Also, stehen bleiben. Wenn der kommt, aufwärts an. Ja, genau so. Jawohl. Ohne Atmen. Ohne Atmen. Eins, zwei, linke, lebe. Ich spiele nicht zurück. Immer nach vorne. Du machst den Druck. Du machst den Druck. Ja, aber. Pendel, Pendel, Pendel. Jetzt Pendel mit Signal. Jawohl. Du machst den Druck. Nicht zurückgehen. Bleib da. Ich muss weg. Jawohl. Bleib da. Komm her. Jawohl. Komm her. Drei, dann rechts unten. Jawohl. Und nochmal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kulli hal. Was ist denn? Was ist das? Das räumen wir auf. Das ist Banner. Hallo, Abilus. Kannst du ringen, kannst du boden, kannst du und immer ziel auf den Kopf, wo wir in den Lachtit kharchen. Ich krabbel an der Gitarre, wo du musst ihn einfach wehtun. Nicht leichte Dinge, adek ist. Umso mehr Gekul, umso mehr wird er schwächer. Keiner ist unbesiegbar. Sittag nicht, kissu jutze das Marat, der wird nicht mehr reinkommen. Bi'idn Allah. Und bleib locker. Tukkel an Allah und glaub mir, du bist stärker als du denkst. Du hättest schon längst in anderen Ligen kämpfen müssen. Wo sind Dachni? Wie in Allah, tukkel an Allah. Und wir treffen nur, wo sind Dachni? Sonst wäre ich ja da geblieben und nicht mehr Sorgen gemacht. Hätte ich dann nicht abgezaubert. Ja, Bruder, du hast gegen die besten Sparring gemacht, gegen die härtesten. Das ist der kleine Bruder, voll Polakkenkopf. Ich geb dir noch 250 Euro, wenn du den Kauf hast. Und zum Kopf. Kopfkontrolle, hauen, und Bismillah, bewegen und
Kaffelrost, such die Mitte, bleib in der Mitte und inshallah beten, da wird alles klappen. Inshallah. Und nicht unnötige Sachen machen. Köder den, köder den. Du weißt, wie du Leute K.O. schlägst. Und köder den. Rein, raus, atmen. Raus, bis morgen. Komm, wir können alle los, machen wir Arbeit.